Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 10. April. Er ist auferstanden. Lukas 24, Vers 6. Drei Worte nur. Drei fast trockene Worte. Aber welch eine umstürzende Gewalt ist in diesen drei Worten. Sie sind Fanfarenklänge, die den Sieg Gottes verkündigen. Sie sind die weltbewegende Botschaft, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben. Sie enthalten die trostvolle Nachricht, dass es in dieser armen Welt einen von Gott gesandten Heiland gibt. Sie werfen unser Vernunft über den Haufen und lassen uns erkennen, dass unser Gott Wunderbares tut. Am Auferstehungsmorgen wurden diese drei Worte von den himmlischen Boten Gottes zu einigen Frauen gesagt, die voll Trauer zum Grab Jesu gepilgert waren. Seitdem sind diese drei Worte über den Erdball gegangen. Sie sind auch zu uns gekommen. Was richten sie in unseren Herzen aus? Wenn man die Auferstehungslieder in unserem Gesangsbuch liest, wird man überwältigt von dem ungeheuren Jubel, der aus diesen Gesängen klingt. Erschienen ist der herrliche Tag, dran sich niemand genug freuen mag. Christ, unser Herr, hat heut triumphiert, all sein Feind er gefangen führt. Halleluja! Diese strahlende Freude an der Auferstehung Jesu erschüttert mich einfach darum, weil man bei uns Christen von heute so wenig davon merkt. Wir sind so tot, so ausgebrannt, so blasiert. Die Auferstehung Jesu aus dem Grabe ist uns höchstens ein Problem, wenn wir uns überhaupt ernsthaft mit ihr beschäftigen. Da stimmt doch etwas nicht, dass wir doch wenigstens unruhig würden über unseren geistlichen Tod, dass wir doch das Verlangen bekämen und beten lernten. Herr, wie sind doch die Deinen von Herzen fröhlich über Deine Auferstehung. Lass uns doch nicht draußen stehen, nimm uns hinein in Deine Freude. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Sei gesegnet. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Jesus Christus segne dich.